In ihrem neuesten Buch verfolgt Sibylle Eberhardt den Lebensweg von 18 jüdischen Frauen und Mädchen aus dem polnischen Lodz, die alle ein ähnliches Schicksal verbindet. Sie waren Zwangsarbeiterinnen. Der Titel des Werkes? Als das Boot zur Galeere wurde. Der Name der Stadt Lodz bedeutet ja im Polnischen Boot. Der Knackpunkt ist gerade, wie dieser erzählerische Duktus eigentlich sagt, als das Boot zur Galeere wurde, dieser Umschwung vom heimatlichen Boot zu eben dieser Zwangseinrichtung. Weil ja dann praktisch von dem Zeitpunkt an, als die Nazis einmarschiert sind in Lodz, die gesamte jüdische Lebenswelt aus den Angeln gehoben wurde. 72.000 Zwangsarbeiterinnen wurden damals aus Lodz nach Auschwitz deportiert. Rund 120 dieser Frauen und Mädchen kamen dann über das Lager Bergen-Belsen zur Firma WMF in Geislingen an der Steige. Dort mussten sie Zwangsarbeit leisten. Eberhardt, die selbst polnische Vorfahren hat, war bereits in den 80er Jahren auf das Thema gestoßen. 2015 wurde sie auf eine Transportliste mit den Namen aller Zwangsarbeiterinnen aufmerksam, die am Ende des Krieges von Geislingen nach Allach deportiert wurden. Viele der Frauen kamen aus Lodz. Und dann habe ich gehört, dass die südkalifornische Universität diese Shoah Foundation nach Spielbergs Film Schindlers Liste eingerichtet hat und es dort viele Interviews gibt. Unter anderem war eben eines zugänglich, frei zugänglich übers Internet, konnte abgerufen werden von der Rose Cohn, die Rachela Eismann ursprünglich hieß. Und dann habe ich die Geschichte dieser Frau, diese spannende Geschichte, recherchiert und habe dann meinen ersten Vortrag in Geislingen gehalten zu dieser Frau anlässlich der Verlegung der Stolperschwelle dort und ein kleines Begleitheft dazu gemacht. Und dann habe ich mitbekommen, dass es noch mehr Interviews gibt. 18 Videointerviews, 18 jüdische Schicksale. Sie bilden die Basis von Eberhardts Recherche. Die pensionierte Lehrerin greift aber auch auf weiteres Quellenmaterial zurück, arbeitet Fachliteratur, Zeugenaussagen, Zeitungsberichte auf. Sie zeigt auch die bislang wenig beleuchteten Täter, wie den Lodzer Ghettoleiter. Zum Beispiel hat er beschlagnahmt Bettwäsche und Tischwäsche von Juden, die ihm sehr gut gefallen hat, für private Zwecke. Die waren aber mit Monogrammen versehen. Dann hat er diese Bettwäsche in das Ghetto geschickt und gefordert, dass diese Monogramme entfernt werden und seine Monogramme eingraviert werden. Und jedermann wusste ja, was da nun geschieht. Also das fand ich auch etwas vom Schamlosesten. Oder eine andere Quelle, die sagt, der Judenälteste wird gefragt, ob es im Ghetto irgendwo eine Knochenmühle gäbe, die man bräuchte für Kulmhof, für die Zerkleinerung der Knochen der vernichteten Juden. Bisher wurde die Gruppe der Frauen aus Lodz nie als Gesamtgruppe untersucht. Eberhardt versucht, die Schicksale der Frauen zu vergleichen. Mit ihrem Buch will sie vor allem aufklären. Jahrzehnte wurde ja auch in Geislingen nicht darüber gesprochen und wurde tabuisiert und verdrängt. Und dass das jetzt wirklich offengelegt werden kann, dass man hier einen Beweis erbringen kann, und dass man das eben nachvollziehbar machen kann. Also die Verbindungen zwischen den bekannten Massenvernichtungslagern, zwischen den bekannten Schaltstellen der Macht sind bis in die Provinz sichtbar. Und diese Verdrängung, dieses aufzulösen, durch die Klarstellung, die das Buch hoffentlich bringen kann. Diese intensive historische Auseinandersetzung mit der Vergangenheit wirkt sich auch auf Sibylle Eberhardts Verständnis von Heimat aus.
Heimat ist ein bisschen ein zwiespältiger Begriff, eben gerade weil wir ja auch die Erfahrung machen, was uns lieb und wert ist, hat eben auch eine Kehrseite, eine negative, eine wenig schöne, eine beschämende. Denn nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass sie gezeigt wird, dass man sie nicht verschweigt, denn nur so können wir ja in eine offenere Zukunft gehen.